Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Heute habe ich für euch ein Set von Animal Planet mit 6 der bekanntesten Drachen. Lasst uns diese besser ansehen. Wow, diese sind sie ja. Fangen wir mit den roten an. Was für ein Drache. Er ist als der stärkste und gefürchtete bekannt. Er hat 2 Hörner am Kopf und scharfe Zähne. Er ist ein Feuerdrache, welcher im Berggebiet lebt. Er kann auch Felsen mit seinem Schwanz zerschlagen. Wow! Er ist sehr gefährlich. Und er bevorzugt die Vulkane, sind seine Lieblingsplätze. Jetzt sehen wir weiter. Nehmen wir den grünen Drache. Er ist ein Luftdrache, deshalb hat er diese großen Flügel. Schaut mal seine Schuppen an, haben verschiedene Grüntöne. Und er hat überall Stacheln. Er schaut sehr aggressiv aus. Die grünen Drachen leben in Wäldern, weit weg von Seen oder Flüssen. Der Grund dafür sind die Bücher, dass diese nicht nass werden. Es ist unglaublich, dass ein Drache Bücher liest und Informationen sammelt. Sie sind sehr intelligent. Jetzt sehen wir den gelben Drache an. Wow, er hat 2 Köpfe! Mit Hörner sogar. Und er hat auch Flügel. Die gelben Drachen bevorzugen die flachere Plätze. Sie mögen nicht in Höhlen zu leben. Aber was sie am meisten lieben, sind die Goldmünzen, auf welche sie auch schlafen. Was sehr interessant an diesen Drachen ist, dass diese sich in Personen umwandeln können. Was haben wir noch? Die blauen Drachen. Sie sind Erddrachen. Und schaut mal. Wow, sie haben 3 Köpfe. Und alle haben Hörner. Er hat auch viele Stacheln. Es gefällt ihnen, in Höhlen zu leben, neben einem Fluss oder See. Wenn diese sehr hungrig werden, essen sie Steine oder Sand. Sie akzeptieren nur die blauen Drachen. Sie greifen die anderen Drachen an. Das war's mit der blauen Drache. Jetzt sehen wir den schwarzen. Die schwarzen Drachen sind Wasserdrachen. Sie haben auch 2 Hörner und sie können Feuer speien. Wow, was für Stacheln er hat! Sie sind die Herrscher der Sümpfen, wo sie auch leben. Die schwarzen Drachen sind abgeschiedene Wesen. Sie akzeptieren keine anderen Drachen. Nicht mal die Schwarzen. Sie essen sowohl Pflanzen als auch andere Tiere. Sie sind sehr interessante Kreaturen. So viel über den schwarzen Drache. Jetzt sehen wir den lila Drache. Dieser wird auch der magische Drache genannt, denn er spießt lila Feuer.
Er kann überall fliegen, denn er hat Flügel und hat auch zwei Hörner. Sein Feuer ist im Kampf mit anderen Drachen fatal. Wir können auch sagen, dass er ein ungewöhnlicher Drache ist. Das war's für heute. Vielen Dank für das Ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergiss nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und sich an meinen Kanal zu abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss.